Ja, ich hab's geschafft, jawohl. Ich war mein erstes Mal in meinem Leben war in Division 4 und dann habe ich Rang 1 geschafft. Da habe ich gestern noch so viel gespielt. Wir haben 2 Prime Gold Spieler Packs, 2 seltene Spieler Packs und 2 Mega Packs, was eigentlich voll nice ist, wenn man die. Also. Das wären 100k mit den seltenen Spieler Packs, dann nochmal 100k, sind 200k. Das sind fast 300k in Packs wert, oder? Also, das zahlt sich aus. Man kann natürlich als Geld nehmen, aber dann haben wir nichts zum Aufmachen. Na, ja, natürlich kannst du mir mit deinem Team schicken, Black Trixer. Gerne, gerne. Kannst du mir gerne schicken. So, ich mach da nur schnell was. So, das wollte ich fotografieren. So, ein Screenshot. Passt, perfekt. So, dann nehmen wir das Ding da, den Chat Pop-Out oder so, wie das heißt. Chat. So, und den Chat wollen wir Pop-Out machen und dann legen wir den daneben hin einfach und dann sehen wir den Namen bei den Twitch-Chat besser. Nicht, dass ich wieder die ganzen Twitch-Zuschauer verkraule, weil ich es ignoriere. Und dann hätten wir das. So, können wir loslegen. Gratuliere, Charlie. Dann bist du fast so gut wie ich mit den roten Rewards. Das waren meine bisherigen roten Rewards. So macht man das. Ziemlich easy. So, fangen wir an. Packs 3. Vielleicht weil es 2 verschiedene Typen sind. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Megapack an, arbeiten uns zum Prime Pack vor und danach machen wir die Rewards auf. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Pack an und das ist eine Leinwand. Hey, das ist schon mal mehr als vermutet. Paillet oder so. Na, schau, Rabiot kannst du immer brauchen. Die erste Leinwand im ersten Pack fängt hier gut an. Dropper gesagt, okay, für Untrade Pack. Der Manager. Ja, Team Fitness, na super. Schau, Madrid, viertes Trikot, cool. Ein Goldback noch und dann Hernandez. So, dann tun wir den drauf. Ziemlich nett, oder? Das war gar nicht schlecht, dann haben wir noch extra Bags. Dann sind wir auf 10 Bags heute, die wir auf jeden Fall aufmachen können. Und das ist Trade Ever. So, ein Icon in so einem Bag wäre mal geil, oder? Wer das schafft, hey. So spielt man. So spielt man. Ja, nix. Also, du weißt es ja nicht, ob da nicht irgendwer was wert hat. Da können die seltensten, die komischsten Spieler was wert haben, so wie der fast. Der nicht. Wir tun nochmal auf die Transferliste und haben noch ein bisschen Platz, deswegen würde ich sagen. Also, seltene Spielerpacks machen wir am Schluss, oder? Prime Spielerpack. Servus Winkler, Chris. Herzlich willkommen, Chris. Wie geht's dir jetzt? Schön, dass du dabei bist. Danke, danke, dir auch. Und euch auch allen viel Glück für eure Bags. Der Charlie hat dir schon gezeigt, wie es geht. Servus Finn. Guten Morgen. So, nehmen wir kurz einen Schluck. Danke, mir geht's gut. Also außer, dass ich ein blaues Auge habe. Ich glaube, das sieht man aber nicht im Stream. Hoffentlich. Ich bin da komplett gelb. Können wir nachher schauen, aber jetzt müssen wir mal schauen. Also ich weiß nicht, ob es... Ah, im Prime Gold Spieler Pack. Da haben wir die Icon drin gehabt. Dem hier dabei, letzte Woche hätten wir den gebraucht. Murillo, Correa, Eder, Pulisic. Hat der Eder... Spielt der woanders? Hat er nicht einmal bei Inter gespielt? Naja. Maß. Das ist einmal gut, das 45k-Pack, so kennen wir es. ohne irgendwas. Ah, ich hab vergessen, ich habe noch ein Megapack. Das war ja noch gar nicht das letzte. Megapack! Ich glaube, das hilft. Servus Alice, guten Morgen. Der nächste 82er. Naja, 82er werden wir ein paar zusammenbekommen. Für mehr wird schwer. Halla! Kiko Casillas hat er gewechselt? Schon cool.
Da haben wir die Verträge, wenn das Tradable wäre, Alter, wäre das teuer. Und Ensure. Das wäre echt ein gutes Pack, wenn es Tradable wäre. Und so ist auch gut, weil die Fitness kannst du sowieso verwenden. Das Ensure früher oder später. Augustin. So. McCaffey. Passt. Und die ganzen Trikots. Okay, hast du mir über Facebook geschickt? Dann schau es mir nachher an, okay? Kannst mir gern schicken, Charlie, aber ich gratuliere, läuft doch. Mega cool. So, Prime Gold Spieler back. Ein Walkout wollen wir heute mal haben. Zumindest nur Leinwand. Serbien, LV, Kolarov. Der ist ja gestiegen, 83. Nein, der war immer 83, oder? Nein, den haben sie erhöht, das war 82er. Ja, ich mein. Der Ulreich, sehr gut. Haben wir keine. Bruma. Passt, perfekt. Also, das Problem ist halt, bis jetzt, wir haben noch keinen Walkout, das heißt, der ganze Aufwand war umsonst. Nein, es hat ja ein bisschen Spaß gemacht. Also, wenn es nicht Spaß machen würde, nur für die Packs, zahlt es sich halt nicht aus, FIFA zu spielen, ganz ehrlich. Naja, leider wieder kein Walkout. Ein Walkout will ich heute haben. Ja, wir sind weit weg davon. Lauter 83er, Spiel 81. Das war das schlechteste Pack bis jetzt. Die 50k-Packs sind so ein Schmarrn, echt. Die kannst du komplett schmeißen. Jetzt haben wir ein Problem. Sarah und Antonia? Naja, es geht, oder? Da muss der Fan sein, oder? Korea und Guita. Müssen wir so als. Müssen wir irgendwie. Team of the Week. Mach mal irgendein Pack schnell. Chatback. Können wir machen, ja. Auf dem Eni. Heute was drin ist. Haben wir noch irgendwelche Packs? Na, live gibt's gar nichts mehr. Serie A Team Upgrade. Solche Packs gibt's noch, aber die sind dann auch egal. Machen wir gleich so eins und fertig. Team selbst aufbauen. Den zweiten wieder vergessen, wie der heißt. Gold. Torwart. Und dann tun wir den Guita rein. Und dann haben wir noch irgendeinen. Ist das ein Innenverteidiger gewesen? Weißt du das? Da haben wir Best und Vera noch zum Ausprobieren. Ja. Also, das Problem ist, mein Backlog ist seit Wochen komplett im Arsch. Und das beste Beispiel ist Makelele. Und was ich sonst so drin gehabt habe bei den Want-to-Watch-Upgrades. Aber ja, was jetzt machen? Da haben wir einen Haufen Argentinier, aber keiner ist der, den wir gerade hergeben wollen, oder? Korea, da. So, machen wir es so, dann haben wir die richtige Reihenfolge. Machen wir so einfach so. Den wollen wir nicht hergeben. Tun wir den dahin und ich habe nämlich echt nicht mehr viel Spieler im Verein. Den da und brauchen noch zwei Stürmer irgendwie. Musa, dann hat irgendwer gesagt, dass der ganz cool ist. Ja, machen wir so. Aha, das war super da. An ZM noch. Und dann machen wir das. ZM. Dann. Ja, Servus Maxi, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Wie geht's? Wie geht's? Ich habe gerade zwei doppelte Spieler gehabt im 50k-Pack. Also bis jetzt habe ich absolut nur Mist drin gehabt.
Also an 84 Plus Spiele in den Division Rivalry Awards wäre schon möglich gewesen, finde ich. Schauen wir mal, was da drin ist. So, stattdessen habe ich im 50k-Bag als besten Spieler an 81 als besten Spieler im 50k-Bag ist halt Verarsche von mir, ja. Ein 76er Torwart oder was? In Feyenoord. 81 für mehr, das ist nice. Seit langem wieder mal so ein Team of the Week Spieler. Mache ich total selten auf. Und das da im das war in dem komischen Pack jetzt da, gell? Ja, schau. Jetzt haben wir Arias doppelt, willst du mich verarschen? Wir haben den ja gerade aufgemacht, gerade in dem Pack aufgemacht. Das Spiel will, dass ich mehr solche Packs aufmache. Kann ich aufhören, meine Spieler doppelt zu haben? Vor allem die ganz guten. Machen wir so RM, RV, so. Arias. Dann tun wir noch einen Goalie rein. Dann machen wir die Türken eben. Ja, mach den nicht so. Da hätte die ganze Mannschaft wahrscheinlich fertig gehabt, wenn ich das nicht mehr hergehen würde. Tun wir in Wallace rein, dann tun wir da irgendwann rein. Chillwell oder so, ist ja echt wurscht. Vielleicht braucht man. Zweiten Karriere können wir auch ruhig hergeben. Machen wir Gregory. Aha, Augsburg braucht man, ne? Machen wir so. Es ist ja echt wurscht. Den haben wir auch doppelt und da tun wir irgendeinen ZM wieder rein. Da. Dann passt das schon. So! Da stoße ich lieber 11 Spieler ab. Ich weiß nicht. Stimmt eigentlich. Wenn es nur einer wäre. Nein, nicht löschen. Ach, stimmt eigentlich. So stoße ich 11 Spieler ab, gell? Das ist schlau. Guter Hinweis. Ja, wie handhabt das so? Bei den Rewards, wenn ihr einen doppelt habt, dann. Und ich habe immer alles doppelt. Stimmt, war jetzt nicht so, dass man sagt. Muss man verwenden. Naja, so haben wir 11 Spieler abgestoßen, ist doch auch was. Und wir kriegen 2 zurück, so 9 Spieler abgestoßen. Aber wir haben gerade ein Ding drin gehabt, ein Inform in so einem Pack. Ja, das ist wieder der Klassiker. 79. Na, 81. Also 81er, die haben wir drauf. Boah, ich hoffe, ihr macht es besser auf als ich bis jetzt. So. Das zweite 50k-Set, jetzt haben wir zwei 45k-Sets gehabt, zwei 50k-Sets, zwei Megapacks und nichts. Doch, noch ein Leinwand. RM. Hey, 82er, der ist okay, der ist ein Hauptteam, den werden wir jetzt gleich kriegen. Der ist okay. Wir haben noch immer kein Walkout geschafft. Ich habe noch gar nichts aufgemacht, Thomas, zu dir kommen wir jetzt erst. Hey, voll okay, jawohl. Die wissen wir, dass wir doppelt haben. Jetzt mache ich aber noch ein Pack. Ich sag's euch, es ist immer. Ey, komm, ich bin 250k-Packs, nicht einmal ein 83er-Spieler gehabt. Das ist das, was mir anzipft. Sowas ist nervig, egal ob du dann so ein Team of the Week-Spieler hast oder nicht. Du willst zumindest einen 83er-Spieler haben. Oder einen 84er-Spieler in 245k-Packs, 200k-Packs. Warum rede ich überhaupt? Servus Max, guten Morgen. Ich bin schon wieder am großen Jammern. He? Zu Recht. Habt ihr euch gemerkt, wer die Doppelten waren? Ich hab's mir nämlich nicht gemerkt. Den können wir reintun. Der Augustin und wer war der Zweite? Dann haben wir doch auch gerade drin gehabt. Okay, ich habe mir das gemerkt. Gregoritsch. Und August. Ich glaube, der zwei drin gehabt, doppelt. Hernandez. So. Und dann tun wir dann noch einen Goalie rein, einen Innenverteidiger.
Macht man so. Alter, was ich da hergebe, dumm wie ich bin. Ich hab keine RMs und LMs, wir hatten sowas, bitte, ich nicht. Ich hab da nur irgendeinen. Können wir einfach nur Goldspieler tun? So, perfekt. In der Zwischenzeit könnt ihr mir gerne sagen, was ihr so aufgemacht habt. Ich hoffe, ihr habt es besser aufgemacht als ich da gerade. Tun wir einfach den da rein und fertig. Ja! Zwei Team of the Week Spieler bis jetzt, da ist nicht so der Hammer. Irgendwie wünscht er zumindest einen Walkout oder irgendwas. Und bis jetzt sind wir weit weg. Also, bis jetzt sind wir weit weg. Okay. Zwei seltene Spielerbacks. Yay, haben wir die richtigen weg dann. Yay, Augustin und Ding. So, schaffen wir das nochmal einen doppelten haben. Ah, die 50k-Backs waren echt mega schlecht. Auf der haben wir gefreut gehabt. 81er RM, Nummer 90. Schaffen wir nicht mal 81er mehr. 2 83er bis jetzt, oder? Und wir haben gute Bikes gehabt. Ja, dann kommen wir zu. Das war's, die Division Rival Rewards. Ich hoffe, ihr habt es bessere gehabt. Also für das Rang 1 zu schaffen, hat sich nicht ausgezahlt. Nächstes Mal spielen wir wieder irgendwie Rang. Das waren meine Division Rival Rewards, ja. Und jetzt kommen wir zu den Weekend League Rewards. Jetzt geht's weiter. Zu den Weekend League Rewards. So. 45k auf jeden Fall mal. Aber was, habt ihr die Rewards halt mega schlecht gefunden? Also zwei Team of the Week Spieler, ja. Ich schau kurz, was die im Moment wert haben. Aber da steht der Antonio hat 30k, wir haben mal Dungeon Devil und der Dorman hat 18k. Ja, gut. Ja, passt vom Wert her. Jetzt haben wir dann zumindest mit den zwei Spielern trotzdem gut aufgestellt. Bist auch Gold 2, Black Trickser? Gratuliere. Ja, 30k stimmt. Aber wir kannten, ja, aber ich kann zwar nicht verkaufen, weil es perfekt für SPC ist. Das stimmt, ja. So schlecht war es nicht, ne? Aber ich habe halt nur zwei 83er so gehabt. Die gegen Messi. Das wäre nice. Messi wäre echt nice. Leute, was sollen wir zuerst aufmachen? Links, rechts, links, links, rechts. Trinken wir einen Schluck. Messi wäre echt cool, ja. Gold 1. Ja, bei mir, ich bin 1,5 gestartet. Ich bin froh, dass ich es überhaupt noch geschafft habe. Und ja, schauen wir mal. Linkes? Schreibt eure Linkes. Links Messi rein. Links Messi? Also Linksfuß, oder Messi? Links Messi. Links für Messi, ja? Perfekt, so ist es. Schauen wir mal, ob ich DP. Ah, ein Walkout hätte ich halt, gern gehabt, aber schaut halt. Ja. Nice, Las Vegas. Gratuliere. Voll cool. Voll cool. So. Also, alle Linksmesse. Dann machen wir Linksmesse auf, oder? Sicher. Rechts ist noch Jovic. Linksmesse. Komm. Ist so. Millig. War kein Messi. Nicht einmal knapp dran. Ah, dann nehmen wir einen Verteidiger, würde ich sagen. Stürmer haben wir eh so viel. Nehmen wir einen Verteidiger, ein Isso. Der passt cool. Also, Millig ist jetzt nicht so, dass man sagt, den muss man unbedingt nehmen. Hat er nur 3 Star Weak Food, hat er. Er hat 4. Nehmen wir ihn. Nehmen wir Iso. Iso ist ja. Jovic ist sehr nice. Ja, Jovic hätte ich auch gerne. Ja, Iso ist jetzt auch okay. Also. Ah, jetzt wollen wir. Iso! Iso! Außerdem klingt das so cool, oder? Iso!
Ja, damit schwindet die Chance auf Messi. Aber noch haben wir eine Option. Also, vielleicht ist Messi doch ein Rechtsfuß und wir haben einen zweiten. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das schon so hypig war heute. Chatback. Also, ich habe vorher vergessen, das Chatback machen. Nein, Chatback machen wir keinen. Aber Chatback machen wir halt noch eins. Versprochen. Habe ich vergessen, weil 50k-Back hat vorher wollte ich machen. Hätte jetzt mir richtig gut dran gehören. Oh Gott! England! Oh mein Gott! Gibt's keinen guten Engländer. Icon, England! So was gegangen. Und Messi rechts? Wir wollen aber Messi, Las Vegas. Wir wollen Messi, Messi. Wir wollen Messi, wir wollen wirklich Messi. Messi, komm zu mir! Wo ist Messi? Komm, schaffen wir's? Ah, okay, Winkel Chris, das stimmt nicht. Es ist einfach so, Chris, es ist einfach so, es gibt Zehntausende, die Gold 3 sind und es gibt halt nur 100, die Top 100 sind. Und dann ist klar, dass die Rewards immer besser sind und es gibt kaum Leute, die Elite sind in Wahrheit. Im Vergleich zu den ganzen Gold 3 Spielern, da müssen ja die Gold 3 Spieler in Summe immer irgendeiner was Gutes aufmachen. Das ist einfach Wahrscheinlichkeitsrechnung, das hat nichts damit zu tun, dass die sehen das nur falsch, die 100 Spieler. Ja, ich habe 5 Packs jetzt da. Ja, die Gold 3 Spieler haben 50.000 Packs. Da muss ja einer einen Messi drin haben. So, jetzt machen wir einen Messi auf, komm! Spielerwahl, was ist? Ja, wie Martinez. Kein Messi, aber kein Jovic, aber Javi Martinez passt rein. Perfekt. Mit 53 Tempo wird der neue Abräumer. Der setzt jetzt nachher ein Ding. Und wir können immer noch einen Antonio nehmen. Aus pure Verzweiflung. Aber der kann ja nichts. Ja, das Problem ist, dass die Leute, die Elite spielen und so, die sind halt dann neidig und dann reden sie halt so ein Blödsinn und das. Es ist ja einfach, die Leute sind einfach. Ja, lass aus. Martin, es ist doch nett. Bimbe, ist Bimbe gut oder Bimbe schlecht? 53 Tempo, hast du den Spiel gesehen letzte Woche? Der ist im Moment in Form. Ich meine, er hat 50 Antritt, Leute. 50 Antritt. Na, natürlich nehmen wir einen 86er. Im Fun-Team kannst du ihn immer noch spielen. Wenn du eh zurückfallen lassen spielst, dann ist es eh irrelevant. Er war gar nicht so schlecht. Also ich bin zufrieden, muss ich sagen. Also er passt zum James Rodriguez vom letzten Mal. Das ist voll solide, oder? So, ich muss das nur wieder einblenden probieren. So machen wir das. Durchsuchen. Und dann gehen wir da runter auf das da. Öffnen. Passt. So macht man das. Das ist professionell, oder? Dass ich das schon vorbereitet habe, dass das noch so ausgeschnitten wird. Schon cool, oder? Die Maske vorbereitet. Da kannst du mir nichts absprechen, oder? Ich sollte noch so einen Rahmen machen, das wäre noch cooler. Aber was sagt ihr? Das war doch voll solide, oder? Also Martin, das ist doch cool. Also, dass es kein Messi wird, war eh klar. Da ist jetzt der Trader drin. Wir haben 102k, Leute. Da kaufen wir uns einen Messi! Wenn der erste schon für 100k anbietet, könnte man echt schauen. Messi, gibt's einen Messi schon für unter 100k? Dann snipen wir jetzt für 150k. Ich glaube, es gibt keinen. Schade. Ich hab's probiert. Hey, ich hab's probiert snipen. Was kostet der billigste? 900k. Messi drin wäre noch cooler. Ja. Achso. Ja, aber ist okay. Dafür wie bei den Player Picks nie an unter 84. Da kannst du nachher wieder damit leben. Wenn du meine Player Picks hast, dann ist das auch schon wieder egal. Die ganzen anderen 86er habe ich schon eingesetzt. Ich habe so viel 86er gehabt, den Benzema gehabt, der war 87er. Schau,
Der passt doch perfekt mit dem James Rodriguez zusammen, oder? Da tun wir einen Isso rein. Perfekt. Dann tun wir Tara in Belotti rein. So, jetzt müssen wir den Javi reinkriegen. Wie machen wir das? Shit. Wie machst du das? So. Ja. Kann man mit mehr Mittelfeldspielern spielen? Okay. 73 Fitness. Ja. Da haben wir noch einen 84er. Das war's dann mit 84. Da haben wir die ganzen 82er, die sind ziemlich egal dann, oder was das so die ist. Ich habe jeden RV, den es gibt, glaube ich. Jeder, der irgendwie cool war als RV und LV, habe ich. Sancho. Ja, ich meine, du kannst einen Hinterecker da spielen, das geht immer. Aber dann kriegen wir weniger Dinge. Also so können wir es machen. Du kannst da einen Hinterecker spielen, kriegst minus 5. Ja, passt schon. Aber das sind cool. Also die zwei, die sind doch cool. Die passen zusammen, da kannst du dich fast ein Team bauen. Also wirklich. Sehe ich so. So Leute, jetzt haben wir nur 3 Bags. Ich bin dafür, dass wir ein seltenes Megapack jetzt als Chatpack machen. Ich schalte mal aus. Also nein, ich muss da zuerst deaktivieren. Vorschau aktivieren ist weg. Dann schalte ich, dann muss ich da reinklicken, sonst klicke ich wieder umsonst und das macht nichts auf. So, wer jetzt will jetzt ein Chatpack haben? Message Chatpack. Ja, also, mir haben die Division Rival Rewards in Wahrheit schon enttäuscht. Also die zwei Team of the Week Spieler, die waren ja nicht wirklich aus den Rewards, sondern die waren aus den Commission Packs. Naja. Doch, Antonio war glaube ich erst. Na, der andere, oder? Einer von den zwei war. Ja, ich weiß nicht. In Summe war es halt mau. Könnt ihr mir gerne eure Meinung schreiben. Und was ihr aufgemacht habt, schickt mir, was ihr aufgemacht habt. Jovic auf Anzeige, das wäre cool. So, sollen wir aufmachen, Leute? Wer will ein Chatback? Jetzt müsst ihr es reinschreiben. Jetzt habt ihr die Chance. Chatback, Leute. Chatback! Was ich heute schreibe. Wieso schreist du so? Ich weiß es nicht. Na. Schade, echt. Also nicht wegen den roten Picks. Die sind cool gewesen. Aber... Aber Walker, das in Division Rivalry war, wäre schon cool gewesen. 245, 200 K-Packs, 250 K-Packs und 2 Megapacks, da erwartest du schon an Walker. Das hat schon Walker-Qualität, also wenn du so gute Packs aufmacht. So, der Thomas will ein Chatpack, dann öffnen wir es. Ich hoffe, ich habe es geöffnet. Sag's mal, ob ich es geöffnet habe. Das funktioniert gerade voll mit dem Chatpack. Der Chat ist unglaublich. Wetten, ich habe es nicht aufgemacht. Hallo, Chatpack? Funktioniert? Ich hab keine Ahnung. Sag's mir nicht, dass es wieder nicht aufgemacht hat. Irgendwer muss jetzt was schreiben. Ja, auf das hast du gewartet, vielleicht wie gesagt, gell? Jawohl, endlich haben wir Prime Moments Fälle! Endlich! Jawohl! Jawohl! Dann hätte schon wer geschrieben, Icon! Vanegas, glaube ich, das ist ein. Hey, Vanegas ist cool! Das ist ein. Hey, das wäre ein 83er! Das wäre unser bester Spieler heute, jawohl! Hashtag, ja, nehmen wir Panega. Der Rico, herzlich willkommen, Rico. Ich nehme, darf ich trotzdem noch ein Momentum Pelé nehmen? Wir hätten lieber. Ja, Panega ist cool. Immerhin Argentinien, jetzt sind wir schon kurz vor Messi, also jetzt sind wir schon auf dem richtigen Weg für den Messi, oder? Vielleicht haben wir hinterhalb mal eine Messe. Eine doppelte Messe. Ich nehme alles zurück. Kann es sein, dass wir gerade unser Konto an 83er Spielern aufbessert haben? Wir haben gerade mehr 83er Spieler drin gehabt als in den ganzen Division Rivalry Awards. Und die sind immer noch viel wert. Ja. Naja, ich bin ja besser als die Coins ausgestiegen mit. Das bin ich auf jeden Fall ausgestiegen vor. Falsch. Das ist das. Jawohl.
5K? Ah, 4K. Schaut, ey, habt ihr es gesehen? Da waren 483er drinnen in Arm. 483er! D2 und D2. Ey, wie gut waren D-Spec? 483er! Bravo, ja, die haben mega viel Wert, oder? 4K, 3K. Alter, 4,3 und die ganzen Objekte. Also, das musst du mal rechnen. Jetzt haben wir schon 20.000 mit den Spielern. Und 30. 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 28 sind 32.000. Zu Basic ist doch auch okay, oder? Moin, Leute! Herzlich willkommen, was hast du heute aufgemacht? Hast sicher was Gutes gehabt, oder? Ich hab gerade 483er in einem seltenen Megaback. Machen wir das zweite seltene Megaback. 483er, Leute, in den ganzen Dinger, in den ganzen Division Rivalry Rewards haben wir nicht so viel drin gehabt und da wieder nix. Aber wieder ein 83er, komm! Strothmann, jawohl, halt lauft's! 83er! Alter, die schießen so raus, gibt mir nur nichts besseres als so ein 83er, das könnte man ja verwenden für irgendwas. Ah, diesmal nur einer, schade. Der Rest ist mal. Rumänen waren immer ganz viel wert, hat's einmal die Ding gegeben. Bis das Turnier war. Fitness kann man weg tun. Wieder 3, Spielerfitness ist okay. ZOM, ZM ist leider nicht. Da fehlt das Entscheidende diesmal. Dortmund ist dritte Drücker. Spielen wir nicht. Kiko Casillas, Paulsen, Arsenal Wappen, Bayern Wappen. Da waren schön viele Sachen drin. Ja, Strothmann kann halt immer wieder was wert sein, wenn die richtigen. Servus Kiran Meme. You see the two player picks below my picture. So, das dritte 50k-Pack und da muss jetzt der Walkout kommen. Das kann sie nicht sein. So viele gute, wirklich extrem gute Packs und nicht einmal 83 Plus Spieler. Wir haben nicht einmal 84er Spieler aufgemacht. Ich will gar nicht mehr warten. Ich kann gar nicht mehr hinschauen. Das ist eine Katastrophe, was wir heute aufmachen. Also 25k. Puh, wieder kein Walkout. Ich sag's euch, ich hab nicht einmal 82er zusammengebracht. Boah. Jawohl, wir haben's geschafft! 350 K-Packs, 1,82er und 2,81er. Das ist nur mal beschiss, sorry. Achso, das war gar nicht der 50k-Pack, das war der seltene Spielerpack. Damn war super. War immer noch scheiße. Nicht happy. Ah komm, wir haben nur Mist aufgemacht. Die Rewards waren echt scheiße diesmal.